Ich meine, klar, rein theoretisch könnte ich hier auch Zimmer reinmachen, aber naja. Ich war jetzt nicht so recht. Also hier, das. Nee. Nee. Das muss nicht sein. So, jetzt muss ich nochmal schauen. 2019. Also die. Pass auf. Das hier zum Beispiel deinstallieren. Das hier deinstallieren. Die sind scheiße, die installieren wir nicht neu. Die hier sind eigentlich die besten. Die hier, ja, die gehen auch noch. Die können wir durchaus noch installieren lassen. Sonst hatten wir keine mehr aufgebaut, ne? Nee. Sonst hatten wir keine mehr. Wir sollten auch in jedem Zimmer so einen Hufeisen-Scheißdreck machen, so wie... Wobei sollten wir das irgendwie... Ich weiß gar nicht, ob wir das brauchen. Auf jeden Fall in jedem Zimmer eine Skulptur. Das ist wichtig. Neu installieren bei... Das stellen wir so hier ins Eck oder so, keine Ahnung. Ist auch eigentlich völlig drauf geschissen, wo das steht. So. Hauptsache, das gibt ein bisschen schön was her, so. Also schönheitstechnisch was her. Und dann würde ich gerne mal gucken. Das habe ich nämlich noch nie gemacht bisher. Böden. So, wir können ja auch Teppiche zum Beispiel. Dafür bräuchten wir jetzt Stoff beispielsweise. Wir haben Stoff, aber nicht so viel. Ach so, natürlich. Dazu müsste ich Baumwolle anpflanzen wieder. Okay, wir brauchen... Boah, fuck. Tja. Ja, da wird mir ziemlich schnell der Stoff ausgehen. Wir müssen wieder Baumwolle anpflanzen. Shit. Alter, wie viele Kartoffeln wir haben! Ach du Scheiße. Okay, pass auf. Wir machen das folgendermaßen. Anbauzone. Baumwollpflanze. So. Dann machen wir hier nämlich... Also die brauchen wir. Wobei wir mittlerweile... Alter Schwede, haben wir mittlerweile viele Kräuter. Okay, dann wisst ihr was? Dann machen wir die auch erstmal weg. Hallo? Heilwurzel weg. Wir brauchen... Ich könnte zum Beispiel auch Bier machen. Mit Hopfen. Aber... Ich glaube, wir haben aktuell genug Geld. Das Bier würden wir nur für Geld machen. Vielleicht machen wir dann doch lieber mal aktuell... Ich weiß gar nicht, was wir brauchen. Wenn ich wüsste, was wir für üppige Mahlzeiten brauchen, dann könnten wir das machen, ne? Aber... Naja. Rose. Was soll ich mit Rosen, um ehrlich zu sein? Wir machen hier nochmal Baumwolle ran. Wir brauchen den Stoff aktuell. Ich will das mal probieren, ja. Weil ich weiß, dass Teppich denen nämlich auch extrem... Plüschteppich in einem schönen roten Farbton. Ich weiß, dass der Teppich denen auch extrem die Laune versüßt. 329 Stoff, was? Alter, das ist ja krank, was das Stoff braucht. Tja, das ist mehr als krank. Ein Hirsch wurde zahm. Das Tier wurde Hirsch 1 genannt. Also komm, ernsthaft? Schlachten. Schlachten. Jagen. Was will ich denn mit einem zahmen Hirsch? Wobei, warte mal. Warte mal. Könnte das Tier trainieren. Der Hirsch ist intelligent genug, dass ich ihn zur Rettung und zum Transport benutzen kann. Oder heißt das hier, dass es nicht funktioniert? Benötigt trainierbare Intelligenz advanced. Mittelmäßig. Was heißt mittelmäßig? Das ist nicht advanced. Ach komm, scheiß drauf, schlachten. Der frisst mir sonst eben nur wieder die Haare vom Kopf, das Vieh. Guck mal, wie viele leckere Mahlzeiten wir mittlerweile haben. Geil. Das läuft. Okay, unsere Köche, die geben Gas mittlerweile. Haben wir denn mittlerweile eine Struktur?
Ne, Struktur, sag ich. Ne, Skulptur. Okay, das sind die Billigdinger, die Scheißteile. Die können wir verscherbeln. Wenn wir dann mal einen Händler bekommen wieder. Hier. Oder je nachdem, ob einer vorbeikommt vielleicht. So, auf jeden Fall kriegen wir den Teppich fertig. Hatten wir so viel Stoff? Ich glaube nicht mehr. Oder benutzen die dafür auch Leder? Jetzt pass mal auf, jetzt würde mich aber mal interessieren. Aha. Seht ihr? Teppich bringt einiges. So, und wenn wir jetzt... So, was ist die... Warum minus 13 eigentlich? Wegen der Holztür? Ernsthaft? Ist die so schlecht? Oder wollen die noch eine automatische Tür? Vielleicht ist es das? Ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall schon mal besser als vorher. Es ist zumindest nicht so eine ganz grässliche Umgebung. Und ich weiß auch nicht, warum es denen hier so schlecht geht. Guck mal, Stimmung, das ist doch alles eigentlich okay. Also eigentlich beengte Umgebung. Ja, also komm, ich bitte dir, ja. So, hat eine leckere Mahlzeit gegessen. Eine leckere, die kriegen sogar eine leckere. In Dunkelheit. Okay, wir bräuchten also hier noch Lichter für jeden Raum. Für hier auch. Boah, ich brauche mehr Strom, Alter. Das Spiel macht mich wahnsinnig. Ich weiß nicht, ob ich hier noch auf den grünen Zweig komme, Leute. Ich brauche mehr Strom. Ich brauche mehr Teppich. Ich brauche mehr Licht. Ich brauche mehr alles. Ich brauche noch Tische hier. Dann sind die Gefangenen ja auch zufriedener. Was ist da was? Dann machen wir gerade mal. Ich mache gleich ein Päuschen übrigens, wenn ich so auf die Uhrzeit schaue. Aber das machen wir jetzt noch. So, Stahltisch klein. Und zwar aus... Ja, was? 50 Stahl braucht er. Aus Kalkstein. 50 Kalksteinblöcke. Das ist auch ein bisschen teuer, ne? Eigentlich aus Holz. Aber wir haben kein Holz. Silber. 1000 Silber, natürlich. 1000 Silber ist ja auch, Alter, ein Schnäppchen. Pass auf, das Problem ist ja, wir brauchen noch einen Stuhl davor. Wir machen das aus Holz. Oder sollen wir das... So... So, und dann noch Holzstühle. Wobei, warte mal, ich weiß gar nicht, ob das was bringt. Alter, was, ein Stuhl? Nee, warte. Ein Stuhl braucht mehr Holz als ein Tisch, der aber fünfmal so groß ist. Okay, müssen wir nicht hinterfragen, glaube ich. Warte mal, jetzt nochmal ganz kurz gucken hier. Bedürfnis. In der Kälte geschlafen. Warum ist denn hier in der Kälte? Du hast doch 17 Grad, Junge. 15, verdammt nochmal, Alter. Dann müssen wir hier weiter hochschrauben. Wir machen jetzt hier doch mal 21. Vielleicht regelt sich das über die Zeit, wer weiß. So, in Dunkelheit. Ja, wir bräuchten halt Licht hier. Aber das Problem ist... Dazu brauchen wir mehr Holz und Hopfen. Nee, Hopfen. Ach komm, scheiß drauf. Was wir haben, haben wir drauf gekackt. So, was ich ja immer noch brauche eigentlich, ist ein elektrischer Schmelzofen, ne? Hab ich immer noch nicht gebaut. Produktion. Das haben wir. Das brauchen wir nicht. Schmiede. War das die Schmiede? Nee. Feuer. Warum Schmiede Feuer? Haben wir das nicht? Aha, die hätten wir auch als elektrisch, okay. Brauchen wir dann... Ja, natürlich, okay. Naja, wir brauchen noch hier Schmelzofen elektrisch, zum Beispiel. Eine Brauerei beispielsweise können wir auch bauen. Damit könnten wir dann... also wenn wir Hopfen anpflanzen würden, könnten wir hier mit Bier machen. Ist alles ein bisschen umständlich. Okay, wisst ihr was? Den hätte ich gern noch irgendwo. Den machen wir...
Machen wir hier ran. Ja, ist auch eigentlich scheißegal, wo der hinkommt. So, und mir geht echter Stahl aus. Kartoffeln haben wir im Übermaß. Ich bin am Überlegen, ob wir fast vielleicht mal... Ja, wobei, jetzt werden es weniger werden. Jetzt werden es weniger werden, weil jetzt haben wir hier Baumwolle wird angepflanzt. Seltene Thrombos, ciao. Habe ich keine Lust drauf. Wir brauchen Stoff. Wir brauchen Stoff für schöne Teppichböden. Wir brauchen, warte mal, Böden. Wir brauchen hier noch Holzboden, Teppich. Also, Holz, meine ich, Holz. So, wir... Was? Was? Giftschiff? Ich wollte eigentlich ein Päuschen machen, ne? Ein großes Fragment eines uralten Schiffes ist in der Nähe eingeschlagen. Bei diesem läuft eine giftige Flüssigkeit aus, die Pflanzen in einem immer größer werdenden Bereich absterben lässt. Zerstöre es sobald wie möglich. Okay. Erwachte vor 0 Tagen. Was für erwachte? Wie kann ich das zerstören? Muss ich das abschießen oder so? Fehle abreißen? Geht nicht abbauen? Was soll ich damit machen jetzt? Was, warte mal. Wenn ich mal den Ramsay auswähle. Ich kann damit auch nichts machen. Pass auf. Ach nee. Nein. Ach komm schon, wirklich? Wirklich dein Ernst? Und das Ding hält eine Minigun. Ein Schuss. Spiel. Nee. Warum? Warte mal. Das kann nicht wahr sein, Alter. Jetzt mal ernsthaft. 33. Bitte was? 33? So lange her? Ich muss öfters speichern, Alter. Ich könnte so ausrasten. Giftiges Raumschiffteil. Ja, ist ja klar natürlich, dass da eine fette Raupe mit Minigun drin sitzt. Ah. Oh. Oh. Könnte ich hier kotzen hier. Mann. Okay, ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe hier in den letzten Minuten. Auf jeden Fall nichts Wichtiges, glaube ich. Hoffe ich. Warte mal doch. Den Schmelzofen. Huch. Und warte mal, da bin ich aus meinem Spiel aus Versehen raus. So, tschüss, doch, das immer wieder. So, Architekt, ja. Ich will jetzt nur ganz kurz Produktion, den Schmelzofen hier noch bauen. Das will ich nochmal schnell haben. Zack, so. Jetzt speichern wir. Und, ja. Also heute lief wirklich so einiges schief. Also ich war, also einiges... Einiges ist fast sogar noch milde ausgedrückt. Ich weiß nicht, ja. Aber dafür positiv. Wir haben neue Räumchen. Wir kriegen jetzt Teppich. Das ist wunderschön. Hätten wir auch schon längst mal machen können eigentlich. Aber Baumwolle und so. Jetzt brauchen wir neuen Stoff. Kriegen wir alles hin. Dauert halt. So, unser Krankenzimmer, das ist schon mal ganz hübsch. Das müssen wir allerdings trotzdem noch schöner machen mit Skulpturen und Schnickschnack. Warte mal. Okay, guck mal, das sieht aber schon ganz geil aus hier. Hier, meisterliche Betten. 68, Alter, das ist nicht schlecht. 1,2, ist nicht übel. Das ist gar nicht so übel. So, auf jeden Fall, ja, wir verbessern uns nach und nach hier mit rotem Teppich, Le Royal Zimmer. Das wird schon. Das wird schon. Hier kriegen wir ein bisschen Bauteile noch. Ja,
Lasst uns beten, dass uns in nächster Zeit nicht wieder unbedingt Mechanoiden angreifen. Ansonsten müssen wir wieder neu laden, weil wir haben absolut keine Chance gegen die Viecher. Ich weiß nicht, was wir gegen die machen sollen. Wir brauchen vielleicht mal Mörser oder so. Vielleicht haben wir mit Mörsern eine Chance, aber Mörser müssen besetzt werden von unseren eigenen Leuten. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Aber, ja. Was soll ich sagen? Wir brauchen Mörser. Wir brauchen Mörser, die vielleicht weiter schießen können als diese Schnitter. Ich weiß es nicht. Und wir brauchen irgendwas, was extrem viel Damage zieht für diesen fetten, für diese fette Raupe da. Denn sonst kriegen wir das Ding niemals kaputt. Jetzt aber, wie gesagt, ich hab's noch gar nicht gesagt. Jetzt aber erstmal danke fürs Zusehen, Freunde. Und ich hoffe, ihr hattet wieder euren Spaß. Auch wenn es wirklich nicht so toll lief heute. Also die letzten 8 Folgen dann im Endeffekt. Es lief nicht so geil, leider. Es ging einiges in die Hose. Aber, naja, ich habe trotzdem meinen Spaß bei. Ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sage ich auf jeden Fall mal schönen Tag noch. Danke fürs Zusehen und tschüss.